Hallihallo, einen wunderschönen guten Abend. Hey, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich begrüße erstmal alle. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, auch wenn es immer wieder Leute gibt, die dann drunter schreiben: Warum begrüßt du die ganzen Leute? Die kennst du doch gar nicht. Viele von euch kenne ich schon so ein bisschen halt vielleicht, auch wenn ich euch auf der Straße nicht erkennen würde. Ich würde euch auf der Straße wahrscheinlich auch nicht erkennen, wenn wir uns persönlich kennen würden. Einen wunderschönen guten Abend, Stolli. Erster. Um 6:30. Ich habe es gesehen. Viel zu früh. Hallo Ivy, hallo Lami. Morgenmuffel. Einen wunderschönen guten Abend, Sabine, Ellen und auch an Gurgi. Feind Jenny, heute haben wir einen besonderen Gast. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Hallo, sage ich erstmal. Und ich will mich nochmal kurz versichern, ich darf deinen Vornamen sagen, oder? Schreib mir das doch nochmal kurz. Hallo Elke. Hat heute sturmfrei, wie ich sehe. Sehr schön. Hallo Cornelia, das erste Mal live mit dabei. Herzlich willkommen. Hallo Pestknubbel. Rolf, jetzt schon? Kommst du nicht immer erst, wenn der Fall fast vorbei ist? Sehr schön, hast mal rechtzeitig geschafft. Super. So, wo waren wir? Hallo Iris. Hallo, im Internet falsch abgebogen. Stimmt gar nicht. Du bist hier, also bist du vollkommen richtig abgebogen, würde ich jetzt mal behaupten. Hallo Pinky, Panda, Pandaya, Pandai. Hallo SF. Hallo Jana, wann geht's los? Jetzt geht's los, Andi. Hallo. Einen herzlichen Geburtstag wünsche ich dir. Nein, alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. So war das. Hallo Mary, es geht allen gut, ich hoffe. Wen haben wir hier noch? Küsschen. Hallo Mom, hallo Sabine, Rosemarie, Petra ist auch da. El Nino, Anna Klatscher ist da. Stolli sagt nochmal Hallo. Hallo Tatzfratz. Hallo Tatzfratz, wo war ich? Hab die Zeile verloren. Sorry. Hallo Markus. Hallo Hendrik, es tut mir leid, wenn ich ihn ausgelassen habe. Sheila, Melanie, Pepe ist hier. Sunny Seecamp. Kann's nicht lassen. Hallo Simone, Julia, Katharina, Sheila, Frau Müller. Frau Müller, das klingt aber streng. Lami ist heute das erste Mal dabei. Warst du nicht letztes Mal schon dabei? Meine mich, das so erinnern zu können, da war doch was, oder? Und wenn Daseinstag dein Geburtstag ist, dann alles, alles Gute. Schon zwei am gleichen Tag. Krass. Hallo Jessica, hallo Pestknubbel. Hallo Jackie, Katharina, Melanie. Hallo Petra. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon ein paar doppelt. Die Deutsche am Nil hatte ich noch nicht, das weiß ich. Elke, Hydra, Inge. So, jetzt bin ich am Ende. Also ich bin nicht am Ende, ich fange gerade erst an, aber hier beim Chat. Mal gucken, ob ich mir den nicht hier noch rüberlegen kann, den Chat. In einem neuen Fenster öffnen. Mach doch. Da kann ich nämlich so ein bisschen mehr in die Kamera schauen. Ihr Lieben, geht's euch allen gut? Hat schon jemand gefragt? Irgendwer hat jetzt, ui, wer war das denn? Irgendwer hat geschrieben, Sprunggelenk, nicht so gut. Gute Besserung. Danke fürs Kompliment, Rolf. Wir haben heute einen speziellen Fall, für mich zumindest einen sehr speziellen Fall. Ihr wisst ja, dass ich normalerweise keine deutschen Fälle mache. Ich werde es auch gleich nochmal sagen, wenn wir tatsächlich mit dem Fall beginnen. Was anderes ist es, wenn mich eine Familie, wenn mich jemand anspricht, das ist jetzt passiert. Also es geht um einen Fall, wo wir auch jemanden im Chat haben. Das ist die liebe Sabine. Sie hat gerade gesagt, ich darf den Vornamen nennen.
Sie ist hier mit dem Namen Find Jenny oder Find Jenny, keine Ahnung. Also die kann auch Fragen beantworten, vielleicht auch während des Videos, also lest im Chat. Ich würde euch bitten, vielleicht nicht allzu viel so neben bla 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 zu schreiben, damit ich nachher irgendwie ein bisschen besser da drauf eingehen kann. Also alle Geburtstagswünsche und was auch immer, möglichst vorher raus, wenn es geht. Heißt nicht, ihr dürft gar nicht schreiben, aber halt nicht Tonnen. Wär ich euch dankbar, sagen wir so. Hallo Ambient World, Angus Booties. Beinahe wieder zu spät. Nee, du bist gar nicht zu spät. Und ich habe bei dir kurz mal reingeguckt. Hab mir ein Video angeguckt, das mochte ich. Also, wer coole Musik hören mag, empfehle ich mal Ambient World Angus Booties. Falls man es so ausspricht, falls nicht, empfehle ich es trotzdem. Ja, wo sind wir? Wir sind eigentlich eh schon an dem Punkt, an dem wir schon langsam loslegen können. Bevor ich mich hier jetzt noch im Kreis rede. Wir haben also einen Fall, ich mache es jetzt ganz offiziell, ich gehe auch mal schon rüber in den Crime Stream. Tada! Da sind wir und wir fangen offiziell an. Euch tue ich mal an die Seite. So, wir haben also heute einen Fall aus dem deutschsprachigen Raum, genauer gesagt einen Fall aus Österreich. Und wir haben auch jemanden im Chat, der Fragen beantworten kann. Sabine ist eine Freundin von der Familie. Das heißt, sie hat da ein bisschen Einblick und kann uns, vor allem wenn ich hier irgendwelchen Blödsinn rede, korrigieren oder ihren Senf dazugeben. Da bist du auch immer herzlich willkommen. Ich weiß, die Sabine ist ein bisschen nervös. Brauchst du überhaupt nicht sein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dich vertippst. Das passiert allen anderen auch. Okay. Wie gesagt, ich sage es jetzt nochmal für die, die es nicht wissen, weil ja immer wieder jemand fragt. Ich mache normalerweise keine Fälle aus dem deutschsprachigen Raum, weil einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Familienangehörige das sehen können und dass es denen dann vielleicht auch gar nicht so recht, wenn ihr Fall da überall breitgetreten wird. Das mag ich nicht, da fühle ich mich nicht wohl dabei. Deswegen mache ich normalerweise solche Fälle nicht mehr. Ich habe am Anfang ein paar gemacht, fand ich irgendwie doof. Wie gesagt, das schaut anders aus, wenn eine Familie von sich aus Wert drauf legt, dass ein Fall präsent bleibt. Wenn ich dabei helfen kann, dann ja, dann sehe ich das als meine absolute Pflicht an, das auch zu tun. In dem Fall hat sich also tatsächlich die Sabine an mich gewandt. Ich werde also mein Bestes tun, um euch die Fakten von Jennys Verschwinden näher zu bringen. Vielleicht hat ja doch irgendjemand was gehört, was gesehen, was ein bisschen Licht in den Fall bringen könnte. Und damit spreche ich jetzt mal ganz besonders, ganz direkt die Wiener und Niederösterreicher von euch an, denn die sind diejenigen, die halt am ehesten was gesehen haben könnten, die in Berlin wahrscheinlich nicht so. Die 21-jährige Jennifer Scharinger, die ist im 20. Bezirk verschwunden. Sie hat dort in der Ospelgasse gewohnt. Das ist die Gegend hinter dem Franz-Josefs-Bahnhof, also zwischen Franz-Josefs-Bahnhof und Handelskei, so mittig zwischen Millennium City und McDonald's. Also, um es ganz genau zu halten, vor allem Leute, die dort in der Ecke wohnen und oder sich dort schon mal aufhalten, die könnten ja eventuell was gesehen haben. Der Fall an sich ist nicht ganz frisch. Natürlich ist nicht nur mir, sondern auch der Familie klar, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich da jetzt noch Zeugen finden, aber nein, man weiß ja nie, auch das ist schon vorgekommen, dass sich nach ewigen Zeiten doch noch wer meldet. Das ist jetzt gar nicht so das Hauptaugenmerk von dieser Präsentation heute, aber es könnte ja sein. Wir beginnen am 21. Januar 2018, denn an diesem Tag wird die Jenny mehr oder weniger das letzte Mal gesehen. Der Tag verläuft eigentlich ganz normal. Am Nachmittag ist Jenny gemeinsam mit ihrem Freund zuerst bei ihrer Schwester Hanni. Sie ist gut drauf, sie spielt mit den Kindern im Schnee, es scheint alles ganz normal zu sein. Danach fahren Jenny und ihr Freund bei ihrer Mutter im Hanftal oder in Hanftal zum Essen vorbei. Hanftal, das ist in Niederösterreich ganz oben an der Grenze bei Landerteier.
Und dort ist Jenny auch mit ihren beiden Schwestern gemeinsam aufgewachsen. Beziehungsweise Jenny ist ein kleiner Nachzügler so und somit auch so der Mittelpunkt der Familie ein bisschen. Während die Schwestern, als sie geboren wird, ja schon im Teenageralter sind. Unterwegs jedenfalls sind die beiden mit dem Auto des Freundes, denn Jennys Auto, das eigene Auto, das ist zu dem Zeitpunkt gerade in der Werkstatt. Und während diesem Besuch, da beginnt sie in ihren alten Schränken nach einer alten Jogginghose von ihr zu suchen. Sie hat ja schon noch ein paar Sachen da im Elternhaus und naja, die Jogginghose, die hätte sie halt jetzt gerne. Als aber dann ihr Freund beginnt, ihr beim Suchen zu helfen und dabei halt auch einige Schränke von Jennys Mutter Brigitta aufmacht und da reinschaut, da ist die jetzt nicht so wahnsinnig erbaut drüber und das sagt sie ihm auch. Klar, wer würde sich auch freuen, wenn ein quasi Fremder in seinen Sachen rumwühlt. Es scheint dann aber irgendwie so zum Streit zu führen. Kein großer, verhängnisvoller Streit, aber es endet schon damit, dass Jenny das Haus ihrer Mutter verlässt, ohne sie wie sonst zum Abschied zu umarmen. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, dass man nie im Streit auseinandergehen soll. Das ist ein deutliches Beispiel dafür, warum. Später jedenfalls fahren die beiden dann zurück nach Wien. Am Abend trifft sich Jenny mit einer Freundin, die gehen auf der Nussdorfer Straße was trinken. Sie verbringen den Abend damit, sich über ihr Leben auszutauschen, was man halt schon macht. Ist für mich ein bisschen gruselig, muss ich ehrlich sagen, wenn ich diese Straße habe ich ja doch irgendwie vor Augen. Ich habe dort quasi fast ums Eck eine Weile gewohnt. Also ich habe noch nie einen Fall gehabt, wo ich mir die Orte so vorstellen konnte. Also den einen Ort, das war es auch schon. Jennifer jedenfalls, die begleitet ihre Freundin dann noch nach Hause zu ihrer Wohnung. Das führt allerdings dazu, dass sie die letzte U-Bahn verpasst. Sie ruft dann ihren Freund an, damit der sie abholen kommt. Und das macht der freundlicherweise auch. Um 1.16 Uhr nachts bekommt die Freundin dann noch eine Textnachricht mit einem Selfie, das Jenny und ihren Freund in der Tiefgarage zeigt, dort wo sie parken, und zwar mit der Nachricht: Bin safe. Das Safe in Bin Safe ist übrigens falsch geschrieben, also mit V statt mit F. Ob das jetzt was zu bedeuten hat, das kann natürlich niemand mehr sagen. Es könnte bedeuten, dass Jenny schon diese Nachricht nicht mehr selbst geschrieben hat, wobei sie es mit auf dem Foto drauf vom Zeitpunkt her. Sagen wir so, das geht zumindest ihrer Mutter Brigitta kurzfristig durch den Kopf, ist auch mir kurzfristig durch den Kopf gegangen, aber naja, wahrscheinlicher ist es vermutlich, dass es sich dabei einfach um einen Schreibfehler handelt. Das jedenfalls ist das letzte Lebenszeichen, das es von Jennifer Scharinger gibt. Und es tut wirklich weh, finde ich, wie sehr sie sich mit diesem Statement, mit diesem Lebenszeichen wohl geirrt hat. Bin safe. Das war sie wohl nicht. Was danach passiert, ist ein ziemliches Rätsel. Erst 9 Tage später wird Jenny vermisst gemeldet, und zwar von ihrem Chef. Jenny, die hatte nämlich Urlaub zu dem Zeitpunkt und deswegen fällt es auch in der Arbeit nicht so richtig auf, dass sie nicht kommt, weil sie hat ja frei. Aber als sie dann an ihrem ersten Arbeitstag nicht auftaucht, da schrillen die Alarmglocken und der Chef, der ruft dann die Polizei und meldet sie vermisst. Die Polizei nimmt die Vermisstenanzeige auch auf und steht dann sehr schnell bei Jennys Mutter Brigitta vor der Tür, um nachzusehen, ob die junge Frau vielleicht dort ist. Ist sie aber nicht und Brigitta, die fällt aus allen Wolken. Sie weiß ja noch gar nicht, dass Jenny verschwunden ist. An Jennys Adresse in Wien, also in der Ospelgasse, da ist sie auch nicht. Dort macht auch keiner die Tür auf, als die Polizei dort klingelt. Auch ihr Freund macht die Tür nicht auf. Und es gibt einen Grund, warum der Freund nicht aufmacht, und es gibt aber auch einen Grund, warum ich diesen Freund bis jetzt nicht beim Namen genannt habe. Das werde ich auch nicht tun. Er ist oder war der Hauptverdächtige in dem Fall, also erstmal zumindest. Später werden alle Ermittlungen gegen ihn eingestellt und für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Nicht unbedingt, weil er unschuldig ist, aber es gibt halt nicht genügend handfeste Beweise gegen ihn, um ihn festzunehmen oder ihn anzuklagen. In manchen Podcasts oder in Berichten über diese Geschichte wird er Oliver genannt. Das ist nicht sein echter Name. Das finde ich immer ein bisschen albern, da irgendeinen anderen Namen zu nennen. Also ich glaube, der Freund, da könnt ihr euch auch was vorstellen drunter.
Der Freund allerdings, der ist nicht wie Jenny vom Erdboden verschluckt, sondern er ist inzwischen zurück zu seinen Eltern gezogen. An dem Tag nämlich, als es das letzte Lebenszeichen von Jenny gab. Er sagt aus, dass sie sich in dieser Nacht oder am Morgen des 22.01.2018 gestritten haben, dass Jenny mit ihm Schluss gemacht hat und ihm gesagt hat, dass er ausziehen soll. Und dann hat sie die Wohnung verlassen, sagt er. Also sie ist einfach rausgegangen. Er hat dann seine Sachen gepackt und ist nach Hause nach Niederösterreich gefahren. Danach, sagt er, war er gemeinsam mit seinen Eltern noch zweimal in der Wohnung, um seine Sachen abzuholen. Aber die Jenny, die war dann nie zu Hause, sagt er. Dass in der Wohnung aber ihr Handy und ihre Geldbörse rumliegen, das hat er nicht verdächtig gefunden. Ja, es ist nämlich so, dass diese Gegenstände in der Wohnung liegen. Jenny hat sie also nicht mitgenommen. Und das widerspricht natürlich der Theorie, dass sie einfach weggelaufen sein könnte. Weil wer läuft weg und nimmt weder sein Handy noch Geld noch Bankkarten noch sonst was mit, das klingt selbstverständlich nicht sehr plausibel. Plausibel. Und so gerät auch der Freund unter Hauptverdacht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das allein reicht mir jetzt als Beweis nicht aus, weil ich mir nämlich, wenn ich von mir selber ausgehe, durchaus vorstellen kann, dass man sowas übersieht. Also, wenn mein Freund mich rausschmeißen würde und ich dann nochmal in die Wohnung zurückkomme, um meine Sachen zu holen, ich bin mir nicht sicher, ob mir diese Sachen auffallen würden, vor allem wenn die an einer Stelle liegen, wo sie immer liegen. Also man nimmt gewohnte Dinge an gewohnten Stellen ja meistens gar nicht so bewusst wahr, nicht zwingend zumindest. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass meine Gedanken in so einer Situation vielleicht auch ganz woanders wären und ich vielleicht einfach nicht registrieren würde, dass das ungewöhnlich ist, dass die Sachen da liegen. Und umgekehrt wäre es natürlich auch ein leichtes, diese verdächtigen Sachen verschwinden zu lassen, wenn man tatsächlich was mit der Sache zu tun hat. Also, wenn ich jemanden verschwinden lassen würde und wollen würde, dass man davon ausgeht, dass der aus eigenem Antrieb verschwunden ist, dann würde ich schon auch diese wichtigen Sachen entsorgen, inklusive ein bisschen Kleidung und ja, was auch immer man sonst halt mitnehmen würde. Also ja, das ist komisch, dass ihm das nicht auffällt. Es kann viel heißen, muss es aber nicht unbedingt, meiner Meinung nach. Drum fragen wir uns, kann es also sein, dass Jenny tatsächlich wütend oder aufgewühlt die Wohnung verlassen hat, vielleicht um einen Spaziergang zu machen, um sich zu beruhigen nach einem Streit? Natürlich, theoretisch könnte das sein. Es gibt dort auch eine Hausmeisterin und die sagt aus, dass sie Jenny am 22. Januar zum Mittag das Haus verlassen hat sehen und da hat sie helle Kleidung getragen und sie war in Eile, erzählt die Hausmeisterin. Sie könnte also sowohl in der Nacht oder auch am nächsten Vormittag nochmal rausgegangen sein und dabei von einem vollkommen Fremden oder auch von jemandem, den sie kennt und der zufällig oder nicht ganz zufällig dort in der Gegend ist, entführt worden sein. Die Polizei und auch der Anwalt, den sich die Familie Scharinger danach nimmt, die schließen das relativ schnell aus und zwar mit der Begründung, dass bei den Scharingers ja einfach nichts zu holen wäre. Die Familie ist nicht reich, es kann kein maßgebliches Lösegeld aufgebracht werden, da ist nicht wirklich was zu holen. Auch hier muss ich ein bisschen klugscheißern, denn da gibt es meiner Meinung nach ja schon auch noch andere Gründe, warum junge Frauen entführt werden können. Gerade in den letzten Jahrzehnten gibt es ja immer wieder auch Fälle, in denen verschwundene Frauen und Kinder wieder auftauchen, nachdem man sie jahrelang irgendwo in einem Keller gefangen gehalten hat. Ihr kennt alle Beispiele davon. Und dann gibt es da auch noch ein anderes Thema, das bei uns zwar eher totgeschwiegen wird, nämlich Menschenhandel. Junge Frauen werden verschleppt, irgendwo verkauft und zur Prostitution gezwungen. Also, was ich damit sagen will, es muss nicht unbedingt um Lösegeld gehen, wenn jemand entführt wird, vor allem wenn eine junge Frau entführt wird. Deshalb würde ich die Möglichkeit, dass sie entführt worden ist, nicht gleich von vornherein hundertprozentig ausschließen. Aber es gibt da schon bald weitere Verdachtsmomente gegen den Freund, die die Entführungstheorie tatsächlich in den Hintergrund rücken lassen. Zumal es vermutlich auch so ist, dass die Hausmeisterin sich da im Tag geirrt haben könnte.
Es ist relativ wahrscheinlich, dass sie Jenny irgendwann in den Tagen davor getroffen hat. Dafür würde nämlich auch sprechen, dass die Kleidung, die Jenny laut ihrer Beschreibung anhatte, noch in der Wohnung liegt. Das Gewand aber, das sie am Vorabend beim Treffen mit ihrer Freundin getragen hat, das fehlt. Somit müsste sie, wenn sie am 22. mittags die Wohnung verlassen hätte, später nochmal zurückgekommen sein und wieder die Sachen vom Abend davor angezogen haben. Das ist natürlich nicht unmöglich, aber naja, so im Verlauf der Sache nicht so wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Der Freund jedenfalls, der wird genauer überprüft und es gibt da so ein paar Dinge, die schwer zu erklären sind. Also er hat durchaus eine Erklärung parat, Erklärungen parat, aber sagen wir mal, die hinken ein bisschen. Erstens, seine GPS-Daten zeigen, dass er in dieser Nacht, als Jenny ihn rausgeworfen hat, eben nicht schnurstracks zu seinen Eltern gefahren ist, sondern dass er im Wald von Hollabrunn in einem nahegelegenen Waldgebiet herumgefahren ist, dass er dort auch ausgestiegen und herumgelaufen ist. Seine Erklärung dafür ist, er ist einfach so durch die Gegend gefahren, um sich zu beruhigen und runterzukommen. Und ausgestiegen ist er nur zum Pinkeln, sagt er. Das alles wird durch die Aussage eines Forstarbeiters bestätigt, also nicht, dass er dort pinkeln war oder ausgestiegen ist, aber der sagt aus, dass er dem Freund in dieser Nacht bzw. am frühen Morgen im Wald begegnet ist. Also zumindest seinem Auto, und das ist ein recht auffälliger gelber Toyota, ein Sportwagen, wenn mich nicht alles täuscht, und somit ein Wagen, dem man normalerweise ja nicht unbedingt im Wald begegnet. Forstarbeiter in Österreich sind auch dazu angehalten, Wagen zu melden, die auf privaten Forststraßen herumkurven. Und so hat sich der aufmerksame Mann auch die ersten Ziffern und Buchstaben von dem Nummernschild gemerkt. Also es ist ziemlich klar. Und naja, er sagt ja auch, dass er dort herumgefahren ist. Also ich habe ja jetzt so ein bisschen zögerlich auch gesagt, das könnte, das. Also es muss, sagen wir so, ich bin an einem Punkt, wo ich jetzt sagen würde, wer weiß. Ich bin immer sehr dafür, so unschuldig, bis bestätigt ist, dass die Schuld bewiesen ist, im Zweifel für den Angeklagten und so weiter. Und bis jetzt haben wir jetzt nichts gehört, was man nicht widerlegen könnte. Aber jetzt kommt ein Detail, das bringt mich echt irgendwie zum Schaudern, nämlich: Die Polizei findet auf dem Handy des Verdächtigen Fotos von Jennifer. Ist jetzt noch nichts Besonderes, aber das sind Nacktfotos und die wurden ganz offensichtlich ohne ihr Wissen gemacht. Also die Fotos wurden, glaube ich, sogar von ihm gelöscht, konnten aber von der Polizei wiederhergestellt werden. Und als Jennifers Wohnung durchsucht wird, da findet man dort gleich zwei versteckte Kameras in ihrem Schlafzimmer, die durch Bewegungsmelder ausgelöst werden. Und eine davon ist in einer Schachtel auf dem Schrank versteckt, da ist ein Loch rausgeschnitten aus so einem Karton, wo sie durchfilmen kann, die Kamera. Der Kerl hat also offensichtlich seine Freundin heimlich gefilmt und sich an den Aufnahmen dann, darüber will ich gar nicht nachdenken. Was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass er offensichtlich diese Kameras in der Wohnung gelassen hat, weil die werden ja nachher gefunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum hat er die nicht mitgenommen? Und warum hat er die überhaupt aufgestellt? Also, nein, sagt er, so war das nicht, sagt er. Also er wollte mit Jenny gemeinsam ein paar Filmchen drehen und selbstverständlich hat sie davon gewusst. Klar, natürlich. Darum hat er die Kamera ja auch so gut versteckt. Seine Eltern, die legen dann überhaupt übrigens noch einen drauf, die werden auch befragt im Laufe der Ermittlungen. Und ich glaube, im Gegensatz zu ihm äußern die sich auch in Interviews, zumindest ein oder zweimal. Die jedenfalls behaupten, ihr Sohn hat in Jennys Wohnung Drogen gefunden und er wollte beweisen, dass das nicht seine Drogen waren und er wollte den Drogendealer überführen. Ja, wo sonst überführt man Drogendealer als im Schlafzimmer von der Freundin? Die sind da bestimmt täglich ein- und ausgelaufen, die Drogendealer im Schlafzimmer. Aber ernst nehmen kann man anscheinend sowieso nichts, was von den Eltern kommt. Die werden später nämlich auch behaupten, dass Jenny ja inzwischen schon lange wieder da ist. Ja, wo?
Und außerdem sind sie überzeugt, dass Jenny abgehauen ist, um sich dem IS anzuschließen. Ja, also ihr seht schon, von diesen Eltern ist jetzt auch nicht viel zu erwarten. Es würde mich brennend interessieren, was der saubere Sohn den Eltern erzählt hat. Also wissen die, was Sache ist? Oder hat der ihnen irgendeine Geschichte erzählt und die glauben das? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wie auch immer. Außerdem, in den Chroniken der Google-Suchen des Freundes finden sich Fragen nach K.O.-Tropfen, nach Chloroform und nach Drogen im Glas. Auch dafür hat er natürlich eine Erklärung. Er wollte das selber mal ausprobieren, sagt er. Selbstverständlich nur an sich selbst, nicht an Jenny. Er wollte halt einfach mal wissen, wie das so ist. Ist doch ganz normal, wer von uns hat das noch nicht gemacht? Sorry. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass der Freund auch nach der Telefonnummer der Vergiftungszentrale googelt. Ich frage mich, wann genau das war. Anscheinend weiß man das nicht oder keine Ahnung, vielleicht weiß die Sabine das. Also, wenn das in der Nacht gewesen wäre, wo sie verschwunden ist, dass er die Telefonnummer von der Vergiftungszentrale gegoogelt hat, dann würde ich fast vermuten, dass er ihr vielleicht tatsächlich irgendwelche K.O.-Tropfen verabreicht haben könnte und dann vielleicht ein bisschen zu viel davon und ja. Die Google-Suche nach den K.O.-Tropfen generell und so, das weiß ich, die findet im Oktober 2017 statt, kurz nachdem sich die beiden offenbar schon mal getrennt haben. Das geht aus ihren Chat-Chat-Nachrichten hervor. Also, dass sie sich getrennt haben. Die Google-Suche wurde natürlich erst nach Jennys Verschwinden von der Polizei überprüft. Also ihr seht schon, es ist ganz klar, warum der Freund in Verdacht gerät. Das Haus seiner Eltern, wo er dann wohnt, wo er ja hingezogen ist wieder, das wird zweimal durchsucht, dabei wird aber nichts gefunden. Auch auffällig ist, dass der Freund nach Jennys Verschwinden nie wieder versucht hat, sie anzurufen. Also auch in den 9 Tagen zwischen dem Streit und dem Vermisstmelden nicht. Sonst hat er sie aber wohl ständig angerufen. Auch wenn die sich schon mal getrennt haben, hat er sie mit Telefonanrufen bombardiert. Der konnte es auch überhaupt nicht haben, wenn sie mal nicht dran ging. Ja, wenn er allerdings gewusst hat, dass sie nicht mehr dran gehen kann, dann wäre es ja auch sinnlos gewesen, sie anzurufen, ne? Außerdem hat er in der Zeit einen gemeinsamen, gebuchten und bereits bezahlten Tanzkurs gekündigt. Also nicht nur seine eigene Teilnahme, sondern auch die von Jenny. Bin mir nicht sicher, ob er da vielleicht nicht sogar Geld zurückgekriegt hat oder gehofft hat, dass er Geld zurückkriegt. Keine Ahnung, aber wäre jetzt nicht meine erste Idee, so einen Tanzkurs zu kündigen, ehrlich gesagt, in der Situation. Der Wald in Hollabrunn, der wird mit Leichensuchhunden durchkämmt. Die schlagen auch mehrmals an, aber gefunden wird da auch nichts. Als dann bekannt wird, dass der Freund nach der Tat sich auch mehrmals am Ottensteiner Stausee aufhält, da wird auch dieser mit Tauchern abgesucht, sobald das möglich ist. Ich glaube, im Januar, Februar war der wohl zugefroren. Auch hier wird nichts gefunden. Das überrascht mich jetzt allerdings wenig. Ich zeige euch jetzt hier mal den Stausee auf Google Maps. Da muss ich. Ich möchte alle Bekannten von Jennys Freund um Mithilfe bitten. Ich verstehe, wenn ihr loyal sein wollt, aber wenn euer Kind von einem Tag auf den anderen weg ist, seid ihr sicher. Da ist viel, viel Fläche, würde ich mal sagen. Der ist riesig und ich würde wetten, da liegt nicht nur eine Leiche drin in dem See. Aber gut, da wird nichts gefunden. Hier ist jetzt ein Zitat, beziehungsweise eine Erklärung von der Sabine, die sie mir geschrieben hat, zu der Sache mit dem Stausee. Nämlich, den Stausee tauchten sie damals ab, weil sie nur die Senderstandorte des Telefonanbieters hatten. Erst später bei der forensischen Untersuchung seines Handys stellte sich heraus, dass sein Handy einen weiteren Senderstandort gespeichert hat, nämlich den in der Hollabrunner Waldgegend. Der Sender überstrahlt ein sehr großes Gebiet, jedoch kann man ihn an relativ wenigen Stellen empfangen. Trotzdem ist eigentlich nur eine Stelle,
Trotzdem es eigentlich nur wenige Stellen sind, ist es natürlich immer noch ein sehr großes Gebiet, wenn man nach einer zierlichen, möglicherweise vergrabenen Jenny sucht. Sie kann ja auf jedem Quadratmeter dort liegen. Man hat sie ja nicht alles umbaggern lassen. Da, wo wir durften, da taten wir das. Sie kann aber auch wieder weggebracht worden sein. Das zumindest ist die Theorie der Polizei, die sagt, wenn sie hier nicht ist, dann kann sie überall sein. Und ja, überall kann man halt nicht suchen. Was ich schon ein hartes Statement finde. Ich meine, es ist natürlich wahr, man kann nicht überall suchen. Und wenn es ein riesiges Gebiet ist, verstehe ich schon. Aber vielleicht hätte man das netter ausdrücken können. Ja, es gibt dann halt auch keinen weiteren Anhaltspunkt und somit auch keine weitere Suche mehr. Es gibt viele Verdachtsmomente gegen den Freund, aber bewiesen werden kann ihm halt rein gar nichts und somit kann er auch nicht angeklagt werden. Also man könnte ihn vielleicht anklagen, aber wenn dann dabei nichts rauskommt und danach neue Beweise auftauchen, dann ist die Sache gelaufen, dann kann er auch nicht mehr verurteilt werden. Deswegen macht man das momentan, denke ich, nicht. Und solange die Leiche nicht gefunden wird, da gilt es ja eigentlich auch nicht mal als bewiesen, dass Jenny wirklich tot ist. Ja, lasst uns mal kurz über die Beziehung von Jenny zu ihrem Freund reden. Das ist nämlich auch noch irgendwie komisch, finde ich. Der Freund, der sagt ja, sie hat sich in dieser Nacht von ihm getrennt. Es gibt aber Gerüchte, dass die beiden schon länger getrennt waren und nur noch zusammen gelebt haben. Das scheint ja auch aus seinen Handydaten, also aus diesen Textnachrichten und Chats hervorzugehen. Wie gesagt, im Oktober 2017 gab es eine Trennung. Das geht aus den Textnachrichten hervor. Und ja, also warum die beiden im Januar dann immer noch zusammenleben, ist nicht ganz klar. Möglicherweise haben die beiden sich ja auch mehrmals getrennt und sich dann doch wieder zusammengerauft. Man kennt das ja. Oder vielleicht hat sie ihn auch einfach nur noch ein bisschen da wohnen lassen. Aber ja, das wissen wir halt nicht. Das ist irgendwie komisch. Jenny hat das niemandem erzählt. Also sie hat schon erzählt, dass es Probleme gibt, dass es nicht einfach ist. Aber nicht, dass sie sich getrennt haben. Was ja irgendwie schon komisch ist, klar, erzählt man vielleicht jetzt nicht jedem rum, aber weder die Mutter noch die Freundin, mit der sie sich am Vorabend getroffen hat, die wussten das und irgendwem hätte sie es ja bestimmt erzählt. Ich nehme mal an, dass es tatsächlich so ist, dass die sich immer wieder getrennt haben und zusammengekommen sind. Das macht einfach am meisten Sinn. Und vor allem, wenn ich mich von meinem Freund getrennt habe, getrennt bin, dann nehme ich doch den nicht mit, um meine Mutter zu besuchen, um meine Schwester zu besuchen. Also ist irgendwie schon komisch. Ich weiß, ihr Auto war in der Werkstatt, der hat sie gefahren, aber ja, keine Ahnung. Ja, das sind so ziemlich ein Großteil der Fakten. Ein paar habe ich gleich noch, aber die Frage ist halt, wurde Jennifer von ihrem Freund ermordet und irgendwo im Wald verbuddelt oder im Stausee versenkt? Und das scheint momentan die wahrscheinlichste Theorie zu sein. Aus ihrer Wohnung fehlt auch eine getigerte Decke, was diese Theorie noch unterstützt, dass er sie darin vielleicht eingewickelt hat und weggebracht hat. Ach Leute, ich bin hier falsch. Habe ich gerade gemerkt. Hier sind die Fotos, denn auf einem der Fotos seht ihr, dass Jenny, die sitzt da und hat diese Decke, genau dieses Foto ist es, da hat sie diese Decke auch auf dem Schoß, also ja, die ist halt auch verschwunden. Der Freund wurde im Wald gesehen, er war laut seinen Handydaten für längere Zeit dort. Was sonst sollte er dort auch getan haben? Hollerbrunn liegt übrigens im Weinviertel. Die Eltern vom Freund, die wohnen in der Gegend von Schrems und das ist im Waldviertel. Also dieser Wald, der liegt nicht mal auf der Strecke von Wien ins Waldviertel, von Wien nach Schrems. Das ist ein Umweg, ein nicht ganz so kleiner, würde ich jetzt mal sagen. Ja, oder es gibt natürlich die Möglichkeiten, wurde sie entführt, wird sie irgendwo festgehalten, wenn ja, von wem? Vom Freund. Ist es möglich, dass er sie sogar irgendwo gefangen hält?
wurde sie von einem Fremden verschleppt und verkauft. Es gibt ja leider immer wieder solche Fälle, also für ganz unmöglich würde ich das nicht halten. Es gibt aber auch noch zwei weitere Theorien oder Theorien würde ich es gar nicht nennen, sondern Möglichkeiten, nämlich die eine, dass sie davongelaufen sein könnte, die andere, dass sie Selbstmord begangen haben könnte. Beides scheint mir ziemlich unwahrscheinlich. Vor wem sollte sie weglaufen? Sie ist erwachsen, sie hat ihre eigene Wohnung, da läuft man ja nicht einfach so davon. Wovor auch und wohin auch? Also, da kann man ja nur vor sich selber weglaufen. Das klappt übrigens nicht, habe ich schon ausprobiert. Außerdem gehe ich davon aus, dass wenn sie weggelaufen wäre, um ein neues Leben anzufangen, sie ihren Ausweis, ihre Geldbörse, Handtasche, irgendwas in der Richtung mitgenommen hätte. Auch das Auto von Jenny ist da, das steht ja in der Werkstatt. Und auch das, ja, es wäre naheliegend gewesen, mit dem Auto abzuhauen, wenn man abhauen will. Teilweise wird berichtet, dass Jennys Spardose verschwunden ist. Das stimmt so nicht ganz. Die Spardose ist da, die ist allerdings leer. Es wird geschätzt, dass da ungefähr 2.000 € drin waren, Geld, das sie zu Weihnachten und so bekommen hat. Natürlich könnte sie die jetzt mitgenommen haben. Aber naja, sie ist halt nicht die Einzige, die das Geld da rausgenommen haben könnte und mitgenommen hätte. Hier habe ich nochmal ein Zitat von der Sabine dazu. Jenny hatte eine Spardose Geldkassette zu Hause, in der rund 2.000 € gelegen haben müssten. Zum einen weiß man, wie viel Geld Jenny zu Weihnachten von den Eltern bekommen hat. Und zum anderen geht aus einem Bankschreiben hervor, dass es einen Termin gegeben hätte, an dem sie ein Sparbuch bzw. irgendeine Sparform eröffnet hätte und hierfür die Ersteinzahlung, die bis dato zusammengesparten 2.000 € gewesen wären. Das Geld ist weg, die Kassette ist da. Der Freund hatte nach Aussage seines Vaters etwa 2.000 € Schulden bei ihm, was auch übrigens ein Grund war, warum er bei Jenny nicht ausziehen wollte, warum er nicht zu seinen Eltern zurückziehen wollte. Hat er jetzt doch getan. Und ja, ist das Zufall oder ist das einfach nur ein Glücksfall? Das überlasse ich euch jetzt selber, da eure eigenen Theorien aufzustellen. Jedenfalls hatte Jenny Pläne fürs Leben, für ihr Studium, für ihre Zukunft. Sie hatte gute, solide Pläne, realistische Pläne. Also Selbstmord, denke ich, könnte man ausschließen. Also es gibt keinen offensichtlichen Grund dafür. Und mein zweites Argument wäre da auch, wo hätte sie sich umbringen sollen, so dass man sie bis heute nicht gefunden hat. Irgendwo, denke ich mal, wäre sie wahrscheinlich aufgetaucht. Wir haben ja hier keine Vulkane, in die man sich stürzen kann, wenn man sich umbringen will. Okay, das war jetzt im Großen und Ganzen die Geschichte von Jennys Verschwinden. Hier habe ich jetzt noch ein paar Fakten im Nachhinein, ein paar Informationen dazu. Das eine ist, es gibt einen verschwundenen Koffer. Der galt eine Zeit lang als sehr, sehr verdächtig. Es handelt sich um einen großen schwarzen Koffer, groß genug, um eine Person da drin zu verstauen. Und der ist aus dem Kellerabteil der Nachbarin verschwunden. Allerdings ist dieser Koffer später wieder aufgetaucht. Die Nachbarin hat wohl irgendwie vergessen, dass sie den Koffer jemandem geliehen hat oder nicht gewusst, dass jemand sich den ausgeliehen hat. Wie auch immer, der Koffer ist wieder da und er hat mit dem Verschwinden von Jenny absolut nichts zu tun. Außerdem gab es einen Beitrag auf ATV, der war ganz groß aufgemacht, ein Update, dass sich eine Zeugin gemeldet hat, die vielversprechendes zu sagen hat. Diese Zeugin, die hat sich allerdings nur anonym gemeldet von einem Wertkartenhandy aus und danach war sie auf dieser Nummer nie wieder erreichbar. Die hat erzählt, dass sie Jenny im Drogenrausch irgendwo gesehen hat. Alles, was sie zu sagen hat, scheint sich mit den Aussagen der Eltern vom Freund zu decken. Und sie ist auch nicht die Einzige, die sich da meldet. Es melden sich immer wieder Leute, die Jenny angeblich irgendwo gesehen haben, oft in Zusammenhang mit Drogen oder so. Und all diese Anrufe, die kommen anonym, die kommen von Wegwerfhandys, kommen von unterdrückten Rufnummern, die sind alle nicht nachverfolgbar. Ist schon irgendwie seltsam, weiß ich nicht, wie beweiskräftig die sein könnten. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich weiß, was die Familie denkt, nämlich, dass die Anrufe aus dem Umfeld des Freundes kommen.
Und vermutlich haben Sie damit auch recht. Könnte ich mir gut vorstellen. Was der Familie noch wichtig ist, die Polizei hat die Ermittlungen nicht eingestellt, weil er unschuldig ist. Ich habe es eh schon erwähnt, ich sage es jetzt nochmal. Sie haben ihn nicht ausgeschlossen, weil, also sie haben ihn nicht als Tatverdächtigen ausschließen können, weil er unschuldig ist, sondern weil sich nicht genug gefunden hat, um den beschuldigten Status aufrechtzuerhalten. Ein Indizienprozess wäre, wie gesagt, möglich gewesen, allerdings sehr riskant, dass ihn die Geschworenen aufgrund der nicht wirklich vorhandenen großen Beweise vorher gesprochen hätten. In Österreich kannst du nur einmal für dieselbe Tat verurteilt werden. Das heißt, wäre er freigegangen, hätte man dann mehr Beweise gefunden. Tja, man hätte ihn nicht nochmal anklagen können. Die Polizei hat generell in der Sache viel getan, vor allem Großaktionen wie Hausdurchsuchungen, den ganzen Stausee abtauchen, Brachland umbaggern, Leichensuchhunde eingesetzt und so weiter. Es gibt trotzdem natürlich, die gibt es wahrscheinlich immer ein paar Sachen, die die Familie schon bekrittelt, so ein bisschen zumindest. Zum Beispiel, dass da eine Tasche im Wald gefunden wurde und von dieser Tasche glaubt Jennys Schwester, dass diese Tasche Jenny gehört hat. Und diese Tasche, die wurde nicht auf DNA untersucht. Wobei ich mich frage, wenn er sie getötet hätte und in den Wald geschleppt hätte, hätte er dann ihre Tasche mitgenommen? Weiß ich nicht. Trotzdem finde ich, hätte man die Tasche auf DNA untersuchen sollen. Einfach nur, weil es ja sein könnte. Außerdem wurde der WLAN-Router aus Jennys Wohnung nicht ausgewertet. Brigitta hat den monatelang aufgehoben, weil sie dachte, dass er für die Polizei wichtig sein könnte. Der war ja auch im Fall Rebecca Reusch, hat das ja auch zu Erkenntnissen geführt. Irgendwann hat sie dann den Router an den Anbieter zurückgeschickt, weil sie auch den Vertrag gekündigt hat. Sie hat doch die Polizei vorab darüber informiert, aber die waren an dem Router halt überhaupt nicht interessiert. Ja, und dann war er weg und circa ein Jahr später kommt die Polizei an und fragt, ob es den Router noch gibt. Das ist jetzt natürlich keine Glanzleistung. Außerdem wurde das Auto des Freundes nicht mit Leichenhunden untersucht. Das Auto war extrem sauber. Man hat darin nur drei Haare gefunden. Die waren allesamt nicht zuordnenbar. Zu wenig Material oder so. Letzteres wäre wahrscheinlich eh egal, denn natürlich ist Jenny ja auch öfters in dem Auto mitgefahren. Das wäre also jetzt nicht so verwunderlich, wenn man da Haare von ihr gefunden hätte. Ob ein Leichenspurhund angeschlagen hätte, das fände ich schon sehr interessant. Das wäre schon interessant gewesen, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie beweiskräftig das gewesen wäre. Für die Polizei jedenfalls gilt der Fall als abgeschlossen. Die einzige Hoffnung, die Brigitta noch bleibt, ist, dass Jenny doch noch gefunden wird, womöglich von ihr selbst. Sie geht jetzt nicht davon aus, dass Jenny noch lebt, aber sie will sie halt nach Hause holen. Und deswegen lässt sie auch einfach nicht locker. Sie tut einfach alles dafür, dass dieser Fall in der Öffentlichkeit präsent bleibt und dass ihre Tochter nicht einfach so vergessen wird. Vielleicht meldet sich ja irgendwann doch noch jemand, der was weiß, der damals was gesehen hat, jemand, der was gehört hat, vielleicht auch aus dem Umfeld des Täters. Je mehr Leute darüber Bescheid wissen, umso größer ist die Chance natürlich. Und vielleicht drückt den Täter ja auch irgendwann das Gewissen so sehr, dass er sich doch noch meldet, dass er doch noch mit der Wahrheit herausrückt, den Freund oder einen fremden Täter. Die größte Hoffnung allerdings ruht natürlich auf dem Freund von Jenny und ja auf seinen Freunden und Bekannten, dass sich da vielleicht jemand meldet. Auch hier habe ich noch mal ein Zitat für euch. Wir wollen den Tatverdächtigen erreichen, wir wollen sein Umfeld erreichen. Vielleicht hat er irgendjemanden irgendwann mal was im Suff, im Vorbeigehen, im Zorn gesagt, dass dieser nicht zuordnen konnte und abtat. Es gibt so viele Menschen, die Schrems kennen, die auch die Eltern des Tatverdächtigen kennen, weil der Vater ja sehr umtriebig in der Gemeinde ist, aber es kennt von der Dorfjugend niemand den Freund. Das kann daran liegen, dass er in einer anderen Gemeinde in die Volksschule gegangen ist, nicht aktiv in der Gemeinde war, also keine freiwillige Feuerwehr oder so.
Und trotzdem hatte er Freunde, damals zumindest, das wissen wir. Und er hatte immer wieder Online-Bekanntschaften nach Jenny. Wir haben nicht mehr viele Möglichkeiten, außer die Geschichte von Jenny so oft wie nur möglich zu erzählen und mit der winzig kleinen Hoffnung, dass jemand etwas gehört hat, dass jemand etwas gesehen hat und das mit dem Wissen um Jennys Verschwinden dann miteinander verbinden kann. Das ist also so das, was die Familie möchte. Und dann habe ich jetzt hier noch eine Botschaft an alle, die ihn kennen oder die etwas wissen können. Gebt mir eine Sekunde Zeit, dass ich euch das abspielen kann. Ich möchte alle Bekannten von Jennys Freund um Mithilfe bitten. Ich verstehe, wenn ihr loyal sein wollt, aber wenn euer Kind von einem Tag auf den anderen weg ist, seid ihr sicher auch genauso dankbar wie ich über jede Info. Bitte meldet euch bei mir oder bei der Polizei. Die Polizei nimmt die Ermittlungen erst wieder auf, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Das heißt, wir müssen diese neuen Erkenntnisse selber finden. Bitte redet miteinander, redet mit mir, redet mit ihm, denn ihm hilft ihr damit am meisten, diese unaushaltbare Situation zu beenden. Ich danke euch. So, ich hoffe mal, dass das funktioniert hat. Das Dumme ist nämlich, dass ich hier das nicht hören kann, wenn ich sowas abspiele. Sollte aber geklappt haben. Wenn nicht, sagt es mir gleich, dann holen wir das vielleicht nochmal nach. Also, zum Abschluss. Jennys Familie geht nicht davon aus, dass sie noch lebt. Auch wenn natürlich auch hier die Hoffnung zuletzt stirbt. Es wäre aber extrem wichtig für sie zu wissen, was mit ihrer geliebten Jenny passiert ist und wo sie jetzt ist. Noch Jahre nach dem Verschwinden streift Brigitta Scharinger durch die Wälder rund um Hollabrunn, bewaffnet mit einer Schaufel, begleitet von Freunden mit Hunden und gräbt an allen erdenklichen Stellen, in der Hoffnung, irgendwann Gewissheit über den Verbleib von Jenny zu haben. Dort, wo die Hunde angeschlagen haben, überall, wo es Sinn machen könnte, überall, wo es vielleicht auch gar keinen Sinn macht. Und auch wenn ich nichts finde, sagt sie, dann bin ich am Abend wenigstens müde. So, ich wette, ihr hattet viel zu sagen. Ich scrolle mal hoch und suche, wo wir waren. Muss leider ein bisschen suchen. So, hier müsste das sein. Keine Sorge, die sind wirklich ganz lieb. Da hat Jackie schon recht. Miranda sagt ich, oder Miranda sagt, ich verwechsle live und live auch gelegentlich. Ich muss sagen, das ist auch ein Wort, wo ich immer wieder nachdenken muss. Und ich muss zugeben, obwohl ich relativ gut Englisch kann, ist es mir erst nicht aufgefallen, dass es falsch geschrieben ist. Erst als es mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Nicht im Streit auseinandergehen ist leicht gesagt. Ja, das stimmt. Tatzfatz sagt, ich verwechsel das auch dauernd. Stolli passiert das auch. Wie lange waren die beiden denn zusammen? Ich hoffe, das wurde inzwischen beantwortet. Knapp 2 Jahre waren sie zusammen, sagt die Sabine.
Das ist definitiv verdächtig. Es könnte noch in derselben Nacht, in der sie raus ist, was mit ihr passiert sein. Hört sich ähnlich an wie bei Rebecca Reusch. Ja, es gibt ein paar so Fälle, wo es Parallelen gibt, aber weiß ich nicht, ob man da zu viele Verbindungen ziehen sollte. Das könnte auch in die falsche Richtung führen. Jenny hat eine angenehme Ausstrahlung, wenn ich das bemerken darf. Sehr attraktive Frau, eine Entführung ist nicht undenkbar. Sie ist sehr hübsch, ja. Viel Kraft für die Familie. Bei Rebecca Reusch hat sich die Zeugin, die sie gesehen hat, auch geirrt. Das kommt, glaube ich, gar nicht so oft vor und weiß ich nicht. Also, ich sag's ja immer, ich kann mich nicht erinnern, was ich gestern zu Mittag gegessen habe. Ich wäre ein grottenschlechter Zeuge. Ein guter Einwand bzw. Info: Menschenhandel ist viel präsenter, als wir alle denken, vor allem bei Kindern und jungen Frauen. Und das wird nie groß genug thematisiert, aber ja, das ist so, das ist so. Da ist weit mehr, als uns klar ist dahinter. Warum sollte sie eine Decke mitnehmen? Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, dass sie eine Decke mitnehmen würde. Mir fällt jetzt auch nichts anderes ein, wie die Decke verschwunden sein könnte, aber keine Ahnung. Rebecca Rausch hatte auch eine Decke dabei, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. In Decken kann man gut Leichen einwickeln. Ja. Ganz klar hat sie von den Kameras gewusst, ja, sicher, natürlich. Hier wird wenig darüber berichtet. In Podcasts, Berichten, Dokus aus den USA ist ein häufiges, bekannteres Thema, gerade bei vermissten Fällen. Ja, und ich weiß es nicht, ob es in den USA einfach mehr thematisiert wird oder auch vielleicht verbreiteter ist als bei uns, das kann ich gar nicht sagen. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so viel auf den Fall von Rebecca Reusch eingehen, ehrlich gesagt, weil hier geht es um Jenny, nicht um Rebecca. Aber ich verstehe natürlich, dass ihr da Parallelen zieht, die sind ja auch unübersehbar. Es gibt, das mit den angeblichen Drogen stimmt einfach nicht. Ach. Die Begründungen klingen echt wie an den Haaren herbeigezogen, auf jeden Fall. Gegoogelt sagt schon alles. Hier sagt die Sabine was zu den Kameras. Er hat die Kameras mitgenommen. Die Polizei wusste nur aufgrund der Handydaten, dass die Kamera da gewesen sein muss. Und aufgrund der Fotos am Handy. Okay, das hat mich nämlich echt schon gewundert, warum hätte der die Kameras denn dort lassen sollen? Das wäre ja wirklich blöd gewesen eigentlich. Jenny war quasi Frauenrechtlerin und die behaupten, sie wäre beim IS. Ja, das ist ja sowieso überhaupt völlig absurd. IS, im Ernst, ja. Im Oktober davor hat er all das schon gegoogelt, auch das mit der Vergiftungszentrale. Ich wusste nicht, ob das in einem war. Das macht meine Theorie natürlich kaputt. Das würde eigentlich fast schon dafür sprechen, dass er es vielleicht tatsächlich an sich selber ausprobieren wollte, weil, weiß ich nicht, da hat er dann vielleicht doch Angst um sein eigenes armseliges Leben. Nach 2 Jahren weißt du auch ganz genau, wo dein Partner sein Portemonnaie und Handy aufbewahrt. Das war doch schon gelogen von ihm. Und dann zufällig im Wald,
zufällig im Wald, weiß ich nicht, was du meinst, aber ja, also ich kann die Meinung durchaus verstehen, dass man sagt, das hätte ihm auffallen müssen und das wäre komisch gewesen. Andererseits, ja, warum hat er es nicht weggetan, ne? Oh, Sheena fragt, wie hast du die Beziehung der beiden wahrgenommen in der Zeit, als sie zusammen waren? Ehrlich gesagt, sagt Tatzfratz, habe ich auch schon mal nach K.O.-Tropfen gegoogelt, aber das ist ja zeitlich gesehen bei ihm interessant. Ja, diese Google-Sachen sind immer so eine Sache, kann man da auch einen Bezug herstellen? Also, weiß ich nicht, wenn man sich meinen PC anschaut, dann, keine Ahnung, die Polizei würde mich sofort verhaften, was ich alles schon hier gegoogelt habe in den letzten 2, 3 Jahren. Aber vielleicht kann man bei mir, das hoffe ich ja, dann doch noch einen Zusammenhang feststellen. Komischer Typ, ja. Man hat also ihr Handy gefunden und sein Handy überprüft und dort gelöschte Fotos gefunden, auch dass es Datenübertragungen zu oder von einer Kamera gab. Ich glaube, also ich weiß das nicht, das geht ja auch an die Sabine die Frage, aber ich glaube, dass man das vielleicht gar nicht braucht, weil wenn auf den Fotos offensichtlich ist, wo sie gemacht worden sind und von wo aus sie gemacht worden sind, dann ja. Ihr Handy lag zu Hause und seines wurde natürlich überprüft. War sie jemand, der nie ohne Handy rausgegangen ist oder hat sie es auch mal liegen lassen? Fragt Tatzfratz. Wie häufig ist der Täter jemand aus der Familie und Freundeskreis zu 90%? Das ist wohl richtig, Rolf. Die Decke spricht eher für den Wald. Ja, ich muss auch sagen, ich habe eine Zeit lang gedacht, dass ich den Stausee für wahrscheinlicher halte, weil im Wald ja auch schon so viel gesucht worden ist. Aber naja, so klein ist der Wald nicht. Hatte der Freund denn irgendwelche Kratzer, Blessuren oder hat danach Kleidung getragen, die sowas verdeckt hätten. Ich glaube, es gibt niemanden, der das aussagen würde, wenn er solche Kleidung getragen hätte. Und naja, 9 Tage, vielleicht 10 Tage, bis die Polizei sich den genauer anschaut. Da verheilt auch schon mancher Kratzer. Sie hat ihn bei sich wohnen lassen, bis er eine Wohnung und Arbeit hat. Er war arbeitslos und hat nur gezockt. Das heißt, er. Sie hat gesagt, bis du eine Arbeit hast, kannst du hier wohnen und daraufhin hat er gar keine gesucht. Hallo Yvonne und Dirk, liebe Grüße zurück, ihr könnt ja dann morgen noch gucken. Wenn ich derlei Autos von Typen sehe, kann ich immer nur an die damit einhergehenden Minderwertigkeitskomplexe denken. Er hatte viel zu verlieren ohne Jenny. Naja, er hat auch Jenny verloren. Ohne Geldbeutel und Klamotten, das läuft man auch nicht weg, finde ich. Genau, also. Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wo hätte sie denn hinlaufen sollen? Wovor hätte die denn weglaufen sollen? Ich meine, wenn, dann hätte sie ja höchstens vor ihm weglaufen können. Und dann, weiß ich nicht, wäre sie ja wahrscheinlich zu ihrer Mutter gefahren oder zu ihrer Freundin oder so. Also, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Die Aufmerksamkeit ist gut. Meistens reden solche Typen irgendwann mit irgendwem drüber. Ja, das ist auch so ein Teil das Ding, das ich nie verstehe, dass sie dann, das haben wir ja auch schon richtig oft gehört, dass sie dann irgendwem erzählen. Vielleicht macht er das ja auch, keine Ahnung. Wenn, dann hoffentlich jemanden, der es dann auch weitergibt und nicht zu ihm hält. Also, Gibt es in Deutschland keine Lügendetektortests? Ich glaube nicht. Also man kann die wohl machen, aber die sind überhaupt nicht aussagekräftig. Die sind ja auch in den USA nicht als Beweis zulässig. Und ich glaube, also ich habe noch nie gehört, dass man das bei den Fällen hier macht.
Leider gibt es Menschen, die zu gutgläubig sind und den falschen Menschen vertrauen. Naja, aber jetzt ganz ehrlich, ich kann ja nicht jedes Mal, wenn ich mit irgendwem zusammenkomme, mit meinem Freund, ich kann ja nicht jedem misstrauen. Also, weiß ich nicht. Klar, wir hatten auch schon Fälle, wo man sich wirklich aufs Hirn greift und sagt, was hat sich derjenige dabei gedacht? Aber hey, das ist ihr Freund oder ihr Ex-Freund, wie auch immer, da kommt man überhaupt nicht auf die Idee, dass der einem sowas antun könnte. Und das muss man auch nicht. Ganz ehrlich, stell dir vor, wo die Welt wäre, wenn jeder so misstrauisch wäre. Man könnte überhaupt niemandem vertrauen mehr. Man könnte ja das Leben überhaupt nicht mehr irgendwie genießen. Also, vielleicht hast du es auch anders gemeint, aber ich denke jetzt nicht, dass Jenny hier zu gutgläubig war. Vielleicht hat er selbst Drogen vertickt in ihrer Wohnung und sie hat es bemerkt und bevor sie es meldet, wurde sie aus dem Weg geräumt. Ja, gut. Also ich glaube eher, dass das einfach nur ein Geschichtel ist, um zu vertuschen, warum er da die Kameras aufgehängt hat. Ich denke mal, dass die beiden nicht wirklich was mit Drogen zu tun gehabt haben und schon gar nicht in der Wohnung. Also ja, wie gesagt, da rennt ja nicht mal ein Drogendealer durchs Schlafzimmer. Also bin ich naiv? Ich weiß nicht. Die Eltern haben geholfen, sagt Andi. Ja, kann gut sein. Also ich gehe auch davon aus, weil so dumm können die eigentlich nicht sein, dass sie, also so gutgläubig ist niemand, oder? Wie hat der Freund sich denn bei der Suche verhalten? Wenn sie Schluss gemacht hat, hätte ihm ja noch was an ihr liegen müssen. So eine Zeugenaussage ist nichts wert, Rolf meint wahrscheinlich die anonymen Anrufe, ne? Jedenfalls hört es sich an, als sei der Ex-Freund und dessen Familie involviert. Es deutet zu vieles auf ihn, schon vieles zu ihm. Sie scheint sehr nett und hilfsbereit gewesen zu sein. Sie zeigt also ihre soziale Ader und dann verschwindet sie plötzlich. Ja. Also K.O.-Tropfen, zu viel davon, Leiche musste verschwinden, den Rest kann man sich denken. Ich glaube, es gibt keine Belege davon, dass er diese K.O.-Tropfen wirklich bestellt hat, glaube ich. Also ich denke eher, die hat ihn aus irgendeinem Grund vor die Tür gesetzt und er ist ausgerastet. Angeblich wollte er sie ja heiraten, sagt sein Vater, aber er hat weder mitgesucht noch hat er sie je wieder angerufen. Sein Vater ist ein Ex-Polizist, der hat sich auch nichts dabei gedacht. Okay, also das wusste ich auch nicht, dass der ein Ex-Polizist ist. Da glaube ich das noch viel weniger, dass die Eltern da nicht. Ich meine, habe ich sowieso nicht geglaubt, dass die das nicht schnallen, was hier läuft. Ich weiß nicht, würde ich. Das ist eine Frage, die auch immer wieder auftaucht. Würde ich mein Kind beschützen, wenn es einen Mord begangen hat? Wobei, selbst wenn die wissen, dass er sie tatsächlich getötet hat, wer weiß, was er ihnen erzählt hat, warum und wie es dazu gekommen ist. Ein Ex-Polizist will seinesgleichen ja auch schützen. Deutet schon alles auf eine Richtung hin. Inwiefern war der Vater vom Freund denn mit den ermittelnden Behörden vernetzt? Kein Rassismus, aber man kennt ja leider die Auffassung in ihrer Kultur, dass die Frau Freundin Besitz ist in ihren Augen. Soweit ich weiß, sind beide, sowohl der Freund als auch Jenny, durch und durch waschechte Österreicher und also in unserer Kultur ist das normalerweise nicht so, kann ich jetzt mal behaupten. Wir wissen nichts über eine Vernetzung, sagt die Sabine, also vom Vater zur Polizei. Der Vater hat ihn auch durch unklare Aussagen erst in den verdächtigen Status gebracht. Okay.
Manchmal springt das hier und dann bin ich irgendwie ganz woanders. Hier waren wir. Der Vater war Polizist. Musste dieser die Polizei verlassen oder ist er schon in Rente? War der bei der Suche dabei? Geht man davon aus, dass die Eltern von ihm was wissen? Man hat immer so viele Fragen. Schlimm so etwas, das eigene Kind verschwindet, das ist ein Dauerzustand und die Familie wird keinen Abschluss finden. Das Abspiel hat geklappt, das ist super gut zu wissen. Danke, Stulli. Ohne sie zu finden, wird das wohl nicht geklärt werden können. Ja, ohne sie zu finden. Oder eben, er rückt tatsächlich mal. Oder es gilt ja die Unschuldsvermutung, sagen wir mal, der Täter rückt dennoch damit raus. Und keine Ahnung, vielleicht hat er ja doch ein schlechtes Gewissen. Unglaublich, dass er damit durchkommt. Das macht einen wütend, aber sowas von. Ihr seid auch durchgehend der Überzeugung, dass das war, nicht wahr? Ist irgendjemand hier, mal interessante Frage, ist irgendjemand hier, der es für möglich oder wahrscheinlich hält, dass der Freund nichts damit zu tun hat, dass vielleicht tatsächlich irgendein Fremder oder ein anderer Bekannter involviert ist. Weiß, es sagt sie so leicht, aber ich glaube, um diesen Fall noch zu lösen, müssten drastischere Methoden angewandt werden. Die arme Mutter. Da geht es auch gar nicht gut damit, glaube ich. Okay, das war eine blöde Aussage. Natürlich geht es hier nicht gut damit. Es ist so gemein, dieses Rätselraten, aber entweder der Freund oder eine Entführung. In Deutschland ist es genauso, wenn nicht genug Beweise da sind, wird eher nicht angeklagt, da ein Freispruch möglich ist und das gleiche Verbrechen kein zweites Mal angeklagt werden darf. Was ich übrigens auch irgendwie blöd finde. Aber wenn danach stichhaltige Beweise rauskommen, aber gut. Eigentlich müsste man jemanden bei ihm einschleusen und sein Vertrauen gewinnen. Ich glaube, das funktioniert nur in Spielfilmen. Das haben deutsche Polizisten in einem Fall gemacht und so den Fall gelöst. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gehört, Captain Janeway. Gute Nacht, Stolli. Oh, und herzlichen Dank für die 5 Euro. Danke. Und die Sabine sagt noch, Jenny hat manchmal ihr Handy nicht mitgenommen. Finde ich auch sehr interessant. Lügendetektoren gibt es nur in Talkshows, sagt Rolf. Der Freund hatte Kratzer, er meinte, das ist bei der Arbeit passiert, er ist gelernter Gärtner und er war arbeitslos. Ja, das glaube ich auch, dass das bei der Arbeit passiert ist. Also, der ist ja bestimmt so engagiert, dass er auch in seiner Freizeit dann im Garten buddelt. Man kann niemanden in den Kopf gucken, richtig. Lami, auch dir vielen herzlichen Dank für 5 Euro. Ihr seid so verrückt. Dankeschön. Als arbeitsloser Gärtner kann man keine Kratzer haben. Naja, doch, natürlich kann man auch als arbeitsloser Gärtner Kratzer haben. Man kann im eigenen Garten buddeln und man kann sonst wo Kratzer kriegen. Und ich buddel nicht im Garten, ich habe auch manchmal Kratzer, weil ich habe zwei Katzen.
Es deutet wirklich viel auf ihn hin. Die Polizei hätte ihn beim Verhör mehr unter Druck setzen müssen. Zeugenaussage von einem anonymen Handy ist nichts wert. Vor allem, wenn das x-mal passiert. Genau. Aber auch wenn es einmal passiert, entweder ich melde mich oder nicht. Also steht ein guter Kontakt zur Polizei. Der Fall müsste ja auch dort noch offen sein. Aber ohne aktive Suche, Ermittlungen. Ich würde niemanden decken, sagt Tatzfratz. Klingt hart, aber man muss ihn ja nicht gleich verstoßen. Man kann ihn ja im Knast besuchen. Ja, ich denke, das ist auch eine Möglichkeit. Versteckte Kameras deuten für mich auch auf einen sehr eifersüchtigen und kontrollierenden Charakter hin. Ist der Fall denn in Österreich in direkter Umgebung sehr bekannt? Das ist natürlich auch eine Theorie, Wawal. Wenn die so eine On-Off-Beziehung hatten, dann wollte er vielleicht auch wissen, was sich da so abspielt, wenn sie nicht, also wenn er nicht da ist. Das bestimmt auch. Das passt auch, finde ich. Wahrscheinlich beides. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Wenn es nicht war, dann könnte es sich schon auch um eine Entführung oder Menschenhandel handeln. Es kam schon vor, dass Ehemänner verdächtigt wurden, die Frau aber beim Joggen von einem anderen umgebracht wurden. Klar, das passiert. Aber haben die anderen die dann auch heimlich gefilmt, die Ehemänner und so? Gute Nacht, Morgenmuffel. Er verlangte das Gesparte, damit er die Schulden bezahlen kann. Dann kam es zum Streit, der eskalierte und die Eltern halfen wegen schlechtem Gewissen, weil es wegen dem Geld eskalierte. Danke, Nina. Schon möglich, dass es ein anderer war, aber der Freund wirkt schon sehr suspekt. Auch dir vielen Dank, liebe Anne. Dankeschön. Ja, ich bin am Ende des Chats angelangt. Gibt's noch was? Irgendwelche Ideen? Jetzt ist auch der Zeitpunkt, nochmal wirklich ja, der Familie die Kraft zu wünschen, die sie braucht. Man würde gerne helfen, aber man kann nichts tun. Spricht doch recht viel gegen ihn. Ja, also ich denke eigentlich auch, ich würde die anderen Möglichkeiten nicht ausschließen. Es wäre allzu geil, wenn sie irgendwann wieder auftauchen würde, weil es tatsächlich irgendeine andere Geschichte war. Aber naja, ich fürchte. Spricht recht viel. Kann die Freundin nicht noch ein Statement abgeben? Meinst du die Freundin, mit der sie am Abend unterwegs war? Der Fall ist in Schrems wahnwitzigerweise gar nicht bekannt. Sehr interessant, Jenny. Ich weiß nicht, wie groß Schrems ist. Das ist jetzt nicht so ein eine Riesenstadt, oder? Das ist eher klein. Live hier jetzt. Das Video teilen. Ach, die hier ist, die Sabine, ich glaube, die traut sich nicht so wirklich. Vielleicht schreibt sie noch was im Chat, aber die wollte sich dazu jetzt nicht. Ich habe natürlich angeboten, dass entweder sie oder auch die Brigitta teilnimmt am Live-Chat. Das hätten wir irgendwie hingekriegt, aber ja, ich verstehe das auch. Die ist, glaube ich, schon ziemlich involviert, die Sabine. Die bemüht sich, die hängt da ja jetzt auch nach Jahren noch dran und drin. Aber ja.
Ich wohne in Tirol, habe von dem Fall noch nichts gehört. Flyer über den Fall an seinen Arbeitgeber verteilen. Der ist doch arbeitslos. In seinem Wohngebäude an Nachbarn. Vielleicht bekommt er Schiss. Ich glaube, dass du da richtig tüchtig Ärger kriegst, wenn du Flyer an die Nachbarn verteilst und da irgendwelche Mutmaßungen aufstellst oder so. Ich glaube, da bist du dann dran. Genau, das ist eine gute Sache. Wer noch Fragen hat, wir kommen ja schon langsam zum Ende und die meisten schauen sich das Video ja auch erst später an. Ab morgen Mittag ist es dann wieder online. Stellt die Fragen in die Kommentare. Ich bin sicher, dass die Sabine hier noch reinschauen wird. Vielleicht wird auch die Brigitta oder sonst jemand von der Familie, die Schwester oder so, hier reinschauen und euch Fragen beantworten. Gleichzeitig, aber das muss ich euch ja eh nicht sagen, seid freundlich. Aber ihr schreibt da eh keinen Scheiß. Das war eigentlich noch nie. Da kann ich mich auf euch eigentlich ziemlich verlassen. Super fand ich, dass der Fall besprochen wurde und Sabine hier war. Der Familie alles ganz Gute. Alles Gute. Ich hatte mal in irgendeinem Forum gelesen, dass der Freund sich mit einer anderen getroffen hat, sie es rausgefunden hat. Der soll wohl behauptet haben, dass es aufgrund dessen ihn rauswerfen wollte. Okay. Wieso wurde denn der genau entlastet? Ich glaube, der wurde nicht entlastet, sondern es gibt einfach nicht genug. Wäre mir egal. Aber man könnte es auch ohne seinen Namen machen. Ja, weiß ich nicht, ob ich das tun würde. Als Mutter vielleicht, als, ja, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Video teilen können wir alle, die in Österreich Kontakte haben. Klar, teilt das Video gerne auf Facebook, auf Instagram. Sabine, du hast mich auch gefragt, ob ich das auf Instagram teilen kann. Ich werde es teilen, aber ganz ehrlich, ich habe auf Instagram was 100 Follower oder so. Ich poste dort nie was. Also meine Reichweite auf Instagram ist nicht größer als deine, würde ich mal sagen. Aber ich werde mal gucken, dass ich zumindest einen Link zu dem Video, zu dem Livestream hier poste. Gute Nacht, Mom. Ich glaube nicht, dass du Fragen überlesen hast, Sabine. Also mir ist nichts aufgefallen, dass du was überlesen hättest. Alles gut, Morgenmuffel. Dank an Sabine, dass sie dabei war und Fragen direkt beantwortet hat. Das fand ich auch ganz, ganz toll. Einen schönen Abend, Anne. Gute Nacht, Lami. Danke für deine Mühe und den interessanten Fall. Damit lasse ich es jetzt mal hier auch bewenden. Wir wünschen der Familie alles, alles Gute und viel Kraft für den Fall. Ich bin jetzt versucht, so ein bisschen zu sagen, vielleicht sollte man auch einen gewissen Punkt ins Auge fassen, an dem man die Sache dann ruhen lässt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jenny das so gut finden würde, dass die Brigitta sich hier komplett verausgabt und den Rest ihres Lebens nicht mehr glücklich wird. Ich habe auch gehört, dass sie ziemlich krank ist. Da wünsche ich auch gute Besserung. Ich weiß, das kann ich jetzt hier leicht sagen und wahrscheinlich zeigst du mir gerade den Vogel, liebe Brigitta, wenn du das hier hörst. Aber irgendwie war es mir ein Bedürfnis. War wahrscheinlich auch nicht die Erste, die dir das sagt.
Vielen Dank an die Sabine, dass sie hier war. Du hast das super gemacht. Du hast hier überhaupt nichts falsch gemacht. Ich denke nicht, dass du was überlesen hast. Es war wahnsinnig wertvoll für den Fall, dass hier jemand ist, der dann noch Fragen beantworten kann. Es bleiben immer ein paar Restfragen. Du hast ja gesehen, ich habe mich jetzt seit was 2, 3 Wochen mit dem Fall beschäftigt und bin mitten im Skript vorlesen, immer noch an Sachen gestolpert, die mir vorher nicht klar waren. Also super, was Besseres kann uns hier auch gar nicht passieren. Also vielen Dank, dass du dabei warst und ja, also falls ich habe auch gehört, dass ihr andere YouTuber angeschrieben habt und das ist jetzt auch ein Anruf, ein Aufruf an alle anderen True Crime YouTuber, die vielleicht hier zugucken, wahrscheinlich kein Mensch, aber okay. Falls ihr den Fall machen wollt, ich stelle gern mein Skript zur Verfügung. Kein Ding, dann ist es vielleicht einfacher. Wer helfen kann, wer helfen möchte, kann sich da gerne an mich wenden. Wie wäre es mit einem Gespräch über Menschenhandel? Es gibt so viele Themen, über die ich wahnsinnig gerne sprechen würde, aber mir fehlt ein bisschen die Zeit, das genauer zu recherchieren und vorzubereiten. Vielleicht gibt es ja jemanden von euch, der sich da mit befassen möchte, der was zusammentragen möchte zu diesem Thema oder zu auch anderen Themen, die interessant sind, der vielleicht so eine Art Skript oder Fakten vorbereiten möchte, der vielleicht auch live mit dabei in den Stream möchte. Das ist alles möglich. Ich bin für alles offen. Wenn das so ist, dann, wenn jemand hier ist, der da Interesse dran hat, schreibt mir gern an zappenfinster bei claudia.de. Vielleicht, ja, also ich bin dafür sehr offen. Ich habe aber nicht einfach nicht die Zeit, solche Themen auch noch zu recherchieren. Ich würde so gerne. Es juckt mich immer wieder in den Fingern. Manchmal fange ich sogar was an, aber ja, es geht sich dann einfach nie aus. Ich schreibe dir nicht mein wichtiges Mail. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ich guck mal in meine Mailbox, okay? Organhandel. Ja, also Rolf, wie gesagt, du bist herzlich willkommen, wenn du dich da engagieren möchtest. Super gerne. So, alles Gute. Loslassen ist schwer, sagt Tatz Fratz. Ja, aber ja, ich glaube halt, dass es der Jenny jetzt irgendwann auch nichts mehr hilft und ja, ich weiß nicht, ob ich es könnte. Also ich rede halt jetzt groß daher. Wir haben es erwähnt. Liken nicht vergessen, Dankeschön. Ich danke allen, eure Köpfe darüber zerbrochen habt. Vielleicht könnt ihr das Video teilen, haben wir schon gesagt. Insolito fällt mir da ein. Ich glaube, der gehört zu denen, die gefragt wurden. Vielleicht kommt da ja noch was. Ich glaube auch, dass das ziemlich schwierig ist, loszulassen, wenn man nicht weiß, was mit seinem Kind passiert ist und das nicht auffindbar ist. Natürlich. Wie ist deine Mailadresse? zappenfinster@beiclaudia.de. Und es dauert, bis man da Antwort kriegt. Aber ich lese die Mails alle. Vielen Dank für das Lob, liebe Pinky. Ich glaube nicht, dass es ziemlich schwierig ist, in so einem Fall loszulassen, sondern dass es unmöglich ist. Das kann natürlich auch sein. Das lasse ich jetzt mal als Schlusswort stehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da wart, dass ihr dabei wart, dass ihr immer so engagiert eure Meinung spendet, uns mitteilt. Nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die tatsächlich Kanalmitglied geworden sind. Ich fasse es immer noch nicht, dass das überhaupt jemand getan hat. Ich bin total geflasht. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Anwesenheit, für eure Kommentare und für all die Komplimente, mit denen ihr mich ständig überhäuft. Ich bin überwältigt. Okay, Zeit aufzuhören.
Ich wünsche euch was, einen wunderschönen guten Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.